Guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum neuen Let's Play hier auf meinem Channel, Elros365. Aber wir spielen jetzt Sleeping Dogs, ein weiteres Spiel ab 18. Wieso ein weiteres? Das ist das erste. Das erste, ja, das erste außer MW3. Und ich bin nicht alleine, weil ich habe ja so viel Angst davor. Ja, egal. Der liebe Sufi-Dufi, also Fabi, ist bei mir. Yep, Oh, Scheiße, genau. das geht jetzt einfach nochmal los. Oh, Scheiße, egal. Ja, wir spielen Sleeping Dogs, ein GTA-Klon von United Front und Square Ich Enix. gehe noch mal nach. Ja, mach mal. Er ist kurz weg und ich kann kurz halt nochmal so erklären, dass dieses Let's Play täglich kommen wird. Also wir müssen natürlich mal Zeit finden. Fabi muss natürlich zu mir kommen immer und deswegen wird es vielleicht nicht ganz jeden Tag kommen. Ich hoffe es aber. Und ja. Da ist er wieder und wir starten jetzt direkt mal mit einem neuen Spiel. Und die Story ist echt heftig und später kommen wir, also am Anfang kann ich euch vorverraten, viel Dialog, aber versteht das, dann könnt ihr auch die spätere Geschichte verstehen, das ist richtig geil und ja, wir sehen uns dann einfach ja, wieder, sobald der erste Dialog vorbei ist, aber erstmal starten wir ein neues Spiel. Und Mario, es Ja. läuft flüssig. Noch. Ja. Noch, aber Noch wird auch läuft so bleiben, wird auch flüssig. so bleiben. Okay. Drücken, nee, halten Sie X, um zu springen, aber okay. Das ist kein Chip, den Fabi gerade ist. Square Enix und United Front Games präsentieren. Saldo. Ja? Sleeping Dogs. Okay. Gott, da war ich schon bei. Was heißt das? Ich took away Shenzhen Hoa. He's only. I'm a fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? Do you get you in the Hey, you more for? Yeah, you got the money? Hey, Timbo, your bin. Mea? You got Mata Wingway. Could you hold me down there? When you did you kill her? I won't mole in there. Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. Daddy. What? My shit's not good enough for you? Wait, don't pass some messy. Me, I'll be like one, eh? Things out. Why you? Come, come, my friend. Just Are you crazy? No, don't. Maybe we can sort something out, huh? Hey, Hong Kong. This is Jim, I've been gone. So, okay, moving to the Did you come? 不是我 Fucking hell! Don't do it, man! Don't do it! 我给你看 Ja, man darf, das ist, dann sind die Amis. Man darf solche Szenen zeigen, aber Brüste gehen gar nicht. Ja, genau. So, okay. Ja, hey. Ja, ist so. Halten Sie X, um zu sprinten. Sprinten. Pornos hochladen? Na, Quatsch! Nein! Nein! Das gibt einen schönen Community Strike. Bestimmt. Oh mein Gott! Okay, wir haben gelernt, wie wir mit X halten, springen wir über Sachen, das machen wir jetzt. Okay, also wir müssen jetzt einfach, die Polizei hat uns gerade erwischt, aber wir rennen weg. Als wenn man jetzt da hochklettern kann. Okay, doch, unser Weg kann das. Schön. Oh Gott, Polizei! Schnell weg hier. Oh, an dieser Stelle kann ich mich noch erinnern, wie ich das einmal probiert habe zu spielen bei dir. Okay, weg da, du hässlicher Mitarbeiter, wir brauchen dich jetzt nicht. Schnell weg, bevor die Polizei uns kriegt. Okay, aber in diesem Haus. So viel weggerammt. Okay, jetzt hoch da. Also unser Weg ist schon echt sportlich. Oh mein Gott. Ah, okay, tut mir leid, lieber Polizist. Wollte ich nicht. Okay, wir rennen anscheinend jetzt erstmal weg. Erstmal müssen wir jetzt weg von der Polizei. Das ist jetzt nicht wichtig. Und dann gucken wir, was wir zu tun haben. Oh mein Gott. Ja, aber geil gemacht. Wir haben Ness, okay? Der heißt Ness, oder? Nats. Oh mein Gott, oh! Ah, tatsächlich. Okay, wir rennen mal irgendwo rein. Hallo, da hab ich noch was gemacht. Da kann man aber nichts online spielen, oder? Nein. Gut, ich wollte sagen. Oh nein. Oh fuck. Tja, Mario, ich würde mal sagen, du hast verkackt. Was kannst du eigentlich? Ganze Let's Play im Arsch. Ja, immer. Wir sind verhaftet.
你想讲，但系你所讲嘅嘢可能会用纸同笔记低，而且成为呈堂证供，你明白？It's Jackie from Old Prosperity, man. Oh shit, Jackie, mom. It is you. I can't fucking believe it. What are you doing here? When did you get back? Well, wait, man, you look like shit. Hey, fuck you. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old, but good to see you. So what the fuck? They finally deport your ass from the United States? No, it was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from Old Prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole in the Sun On Yi. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole in the Sun On Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Red Pole too. It's still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him... Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Unknown? Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. Oh, yeah. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang... Look, Raymond. Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants, like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei! Good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Triads for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen. Is perfect for this job. Speicher, Speicher.
Okay, dieser schöne Drache ist unser Ladescreen. Alles klar. Also wir haben jetzt einen längeren Dialog gehört und erstmal einmal noch kurz, bevor wir die Folge beenden, eine kurze Zusammenfassung für die Leute, die entweder nicht aufgepasst haben oder einfach nicht verstanden haben. Wir spielen also als Hauptcharakter, wir sind Ray Shen in der Third-Person-Ansicht und wir kommen aus Amerika, sind aber früher hier aufgewachsen und hier geboren in den Gangs. Also es gibt einmal also die Sonnen Yi und einmal die 18K. Das sind zwei Gangs, die gegeneinander sind. Und jetzt ist dieser eine Macker, der Winston, ist aufgespielt zum Rap-Wall, das ist irgendwie so ein hoher Rang da, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht genau. Und ja, jetzt sind wir halt Polizist, Undercover-Polizist, genau. Deswegen haben wir das ja eben gesehen, den Dialog da mit den Polizisten. Und unser Ziel ist jetzt genau solche Leute festzunehmen, beziehungsweise in die ranzukommen. Aber das sind ja genau die Gangs, wo wir früher halt mitgelebt haben. Da sind wir auch gewachsen und ich denke, wir könnten die ein oder andere persönliche Entscheidung später treffen. Wir müssen aber in allererster Linie erstmal für die Polizei arbeiten. So, das ist im Prinzip die Geschichte des Spiels und das wird richtig hammergeil. Und erstmal ist jetzt gut für heute, das sollte erstmal reichen. Genug Stoff. Beziehungsweise Dialog hattet ihr ja und ja, morgen geht's dann richtig los mit dem Spiel und ich freue mich. Ciao. Freust du dich nicht auch oder so? Ja, doch, ich freue mich. Ah, gut, okay. Bis morgen.